Masterplan Studios. Sagst du? Muss ich klicken? Oh, ich muss klicken. Ah, ich bin dumm. Oh, was wird uns wohl erwarten? Ja, gar kein spannendes Intro oder so. Nein, okay. Wir sind beim Food Delivery Simulator bei der Demo angekommen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Let's Test. Wir werden mal testen, was es hier so gibt. Das sind diese... Oh, Türkisch können wir einstellen. Türkisch kann ich gut, nicht? Ja, es sind die Steam-Demos. Demo-Days, I guess. Und ich habe das ein bisschen zu spät mitbekommen und ich bin behindert und ich sollte eigentlich schlafen, weil nachher habe ich ein großes Ereignis vor mir, aber mein Körper denkt so, na, schlafen, was ist das? Deswegen um fucking 5 Uhr morgens, let's go. Ja, starten wir mal ein neues Spielchen hier. Im Food-Auslieferungssimulator. Der Demo, wohlgemerkt, es ist eine Demo. Alles, was ihr seht, ist subject to change. The delivery study, you can now start accepting orders to be earning. Okay. Wow, die Performance ist wunderbar. Ich habe nicht mal 30 FPS. Was ist denn jetzt los? Open the door, eats app and accept the offer. Mit Tab schätze ich mal. Ah, guck mal. Da haben wir Door Eats New Offer, Quack Burger zu Don von oder was? Ich war noch gar nicht fertig eigentlich, aber ich danke dir. Scheinbar war ich wohl nicht schnell genug, es tut mir leid. Aber ich bin ja eigentlich auch noch gar nicht bei meinem, ich bin doch noch gar nicht bei meinem Auto eigentlich, aber ich könnte schon mal akzeptieren. Go to plus vegan vibes, das klingt lecker. Sollte ich nicht ein Auto haben oder irgendwas? Ich meine ja nur. Ich gehe mal Car Dealer, ich muss erstmal ein Auto kaufen, ne? Das ist nett. Ich hoffe, dem Kunden stört das nicht, dass er erstmal ein Auto kaufen gehen muss. Was haben wir denn? Wir haben 10 Dollar. Kann ich denn das Fahrrad kaufen? Close. Available in full release. Achso, okay. Ja, das ist nett, aber ich brauche hier trotzdem irgendwie... Fahrzeug. Okay, es tut mir leid. Irgendwie die Performance ist scheiße. Lag vielleicht daran, dass wir Target FPS 60 eingestellt haben. Aber, 30, aber selbst wenn ich es auf 60 stelle, naja, wird es nur minimal besser. Also 60 FPS bekomme ich schon mal nicht. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, fair mit der Hardware, die hier in dem Shadow verbaut ist. Fühle ich, glaube ich. Ob nur... okay, erreichen wir... Ich bin erreicht, es tut mir leid. Place the hot bag in the market spot on the counter. Okay, habe ich den dabei? Which way here? Ich habe gar kein Hotpack dabei. Ich hätte vielleicht besser aufpassen sollen. Ah, hier schreit alles so sehr. Ich glaube, ich starte mal neu. Okay, ich hätte gesagt, ich starte mal neu, wenn es einen Knopf gäbe, um ins Menü zurückzukommen. Das ist ein bisschen doof, glaube ich. Ach so, wir haben das Mausrad. Da kann man... Ah, hier hast du. Rapper Train place it in the market area. Was will er denn haben, der kleine Wichser? Der möchte eine Akai Bowl. Akai Bowl. Das spricht man bestimmt so aus, da bin ich mir... Overwrite it, please. Ja. Get. Nee, so, ich muss das hier in das... oder was oder wie? Oh Gott, ist das umständlich. Arranged order items in the tray. Use... Trash for any wrong items. Ja, das gleiche. Schmeißt du falsch einfach in den Müll. Was war das andere? Ein Veggie-Rap 3. Ein Veggie-Rap ist? Du bist aber ziemlich verfressen, mein Kollege. Aber na gut, das sei dir vergönnt. So. Wenn Don check items and tap picked up the order in the door eats up. Okay. Ja, hab ich eingesammelt. Achso. Pardon. Ja, lass dich anklicken. Zoe's house. Okay, deliver the order to the delivered order. Okay. Dann nehmen wir das mal wieder mit, schätze ich mal. Und dann let's the fucking go. Ist ein bisschen doof, dass wir kein Auto haben oder so, aber ich meine, ne? Ist das der Kunde da drüben schon? Beziehungsweise die Kundin, pardon. Sie leuchtet so hässlich. Hallo, Bitch. Ist das deins? Ja, schmeiß dir einen Kopf. Hier, friss. Friss mein eingeschmolzene Scheiße. So delivered. Dankeschön. Ist schön, dass du despawned bist. Wow, ich habe einen Dollar Trinkgeld bekommen. Jetzt bin ich reich, Motherfucker. Okay, das ist cool, aber ich meine, habe ich denn auch sowas wie ein Auto?
Okay, das ist das Kartensystem. Wie kriege ich das wieder aus? Ja, schreie du mich ruhig an, aber das stört mich nicht. Hier, Fist. Möchte bitte fisten. Warum darf ich nicht fisten? Ah, danke. Kann ich mir bei dir auch was zu essen kaufen? Was geht bei dir ab? Nicht so viel. Ja, na gut. Ich will ja nicht sagen, dass das ein bisschen doof ist, dass man kein Auto hat, wenn man... Halt doch mal die Schnauze. Wenn man hier Food deliveren soll, aber es ist ein bisschen doof, oder? Müsste zugeben. Buy a Bicycle. Achso, guck mal, jetzt darf ich das kaufen. Kostet das nur $21? Gucken wir mal nach. Wo ist Fahrrad? Da drüben ist Fahrrad. Natürlich mit so einem Bus ausliefern, das wäre natürlich geil. Ja, ist doch gut jetzt. Ich muss mir erstmal ein Fahrrad kaufen, Jungs. Wie kaufe ich mir denn ein Fahrrad? Wenn ich da nicht reingehen kann, weil er meint, nicht verfügbar. Dann geht das wohl nicht. Oder einfach E-Spam, bis irgendwas passiert. Oder hier eins dieser Dinger. Ich würde sagen $1. Okay, 11. Wie kaufe ich denn ein Fahrrad? Oder muss ich das über diese blöde App machen? Das muss ich bestimmt über die App machen, ne? Ja, die Kleine, ich habe keinen Bock auf dich. Map Office Setters Dealer, genau. Wishlist Now, perfekt. Buzzerson, was haben wir? Buzzerson, da können wir immerhin Sachen kaufen. Bad Small, okay, cool, cool, cool. Setting. Ach, hier sind die Settings, die natürlich erst in der Vollversion verfügbar sind. Natürlich. Das funktioniert gut, habe ich gehört. Das ist auf jeden Fall nice. Nun. Ja, das Fahrrad kann ich nicht kaufen. Ich weiß es nicht. Oder gibt es hier noch ein anderes? Halt doch mal deine Schnauze mit deiner scheiß Bestellung, Alter. Kann man diese App bitte deinstallieren? Ja. Buy a Bicycle. Ich meine, gut, vielleicht ist das hier ein Bicycle? Was ist in der Türkei ein Bicycle? Ich weiß es nicht. Ist das hier vielleicht ein Bicycle? Scheinbar nicht. Ist egal, wie hart ich hier auf irgendwas e-spamme. Ich kann es wohl nicht kaufen. Bidim, bidim. Bidim, bidim. Kann ich es umrennen? Das wäre lustig. Ja gut, wir können uns kein Bicycle kaufen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Einen Kredit kann ich mir leider auch nicht aufnehmen. Na gut, Partner. Funktioniert auch nicht. Klar, klar, klar. Map gibt es auch nicht. Warum auch? Ja komm, dann gib mir mal eine Order hier. Tokyo Sushi Bar. Du bist ja crazy, Motherfucker. Zieh dir einfach ein bisschen Sushi rein. Oder ist das hier vielleicht ein Fahrrad, was ich mir kaufen kann? Nee, scheint auch nicht so zu sein. Naja, so, wir sind in der Restaurant erreicht. Mach die Tür auf, das ist ein Überfall. So, die Quacktasche auswählen. M. Das Quack-Tablet. Das Quack-Tablet dahin platzieren. So, und was will der Wichser fressen? Green Tea Ice Cream. Okay. Friss das und zweimal Sashimi. Okay. Ziemlich wieder viel, ne? Also, Kumpel, du frisst ziemlich viel. So, haben wir aufgepickt, alles klar. Dann gehen wir mal zu Rage's House, wie auch mal der ausgesprochen wird. Ist mir auch egal. Ich hätte gerne ein Fahrrad, wie gesagt, aber ich darf nicht. Na gut, hier ist so viel Stau. Ich glaube, da möchte ich auch gar kein Fahrrad haben. Möchte jemand das Essen haben? Heiß und fertig. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ja. Nun gut. Das ist das Spiel, Leute. Deliver Items. Hier, bitteschön. Hallo, schmeiß mich mal nicht weg, du Schlampe. So, Order delivered. Achso, Credit Card willst du? Oh Gott, du bist ja auch eine Postmaschine. Ich glaube nicht, dass die Postmaschine heißt. Du machst, weiß ich schon. Ah, mein Gott. Also die Steuerung kommt direkt aus der Hölle. 147. Ist ein ziemlich teures Sushi, muss ich immer sagen. So. Dankeschön. Tschüss. Wow, $3 Tipp. Wie nett von dir. Ist mir gar nicht bewusst, dass man... erst bezahlt, wenn man das geliefert bekommt. Ich dachte, man bezahlt erst und wird kriegt dann geliefert, aber na gut. Funktioniert wohl in Deutschland ein bisschen anders, ja?
So, nochmal Sushi-Bar. Okay, Amy White. Amy Whitehouse möchte einmal ein bisschen Sushi haben. You're right here. Na gut, dass die Maus im Bild ist, das ist auch gut. Habe ich gehört. Das, ja. Warum muss man denn immer sagen, dass man im Restaurant ist? Doch dumm. Hi, ich bin's wieder. Nein, ich klaue hier kein Essen. Nein, ich habe echt einen Kunden. Ja, wirklich. Glaub's mir ruhig. Kannst es mir glauben, mein Freund? Ich würde dich doch nicht bescheißen. So, zweimal Sashimi. Gib mal her den Fisch, ja, von mir aus. Und eine Miso-Suppe. Aha, die werde ich extra verschütten. Nur für dich. Warte, kann ich? Okay, das funktioniert. Das finde ich gut. Irgendwas flackert hier hässlich. Oh, warte, ist hier noch mehr? Nee, tatsächlich nicht. So, aufgepickt. Wunderbar. Eingepickt, dann zu Amy Whitehouse. Ich glaube, die ist schon tot. Aber freut mich, dass sie natürlich trotzdem noch Sushi bestellen kann. Mit der Steuerung aus der Hölle. Yeah, du siehst genauso aus. Ne, ist eine Demo. So, hier Fritz. Wehe, du zahlst mit Karte. Hau ich dich. Ja, schieb mich nicht weg, du blöde Kuh. Huch. Oh Gott, sie ist Jesus geworden. Das Sushi war so gut, sie ist straight up in die Hölle gefahren. Ratings, Acceptance, Complete Order, Order in Time. Warum ist meine Acceptance denn nicht so gut? Nur weil ich so langsam bin? Ja, dafür kann ich nichts. Würde mir ja gerne ein Fahrrad kaufen. Okay, ich glaube, damit haben wir erstmal alles gesehen, was es hier in dem Spiel gibt. Interessantes Spiel. Ich bin mir sicher, wenn man sich ein Auto kaufen kann, wäre das auch ganz lustig. Oh Gott, mein Fazit zu dem Spiel. Ja, ich weiß es nicht. Es kommt natürlich immer drauf an, ich habe nicht nachgeguckt oder es stand ja nicht dabei, zu welchem Preis der Entwickler das veröffentlichen möchte. Und ich sag mal, wenn das jetzt irgendwie 30 Euro kostet, dann uff. Aber für 10er oder sowas könnte das wahrscheinlich ein ganz nices Spiel werden am Ende. Das sage ich in meiner privilegierten Form, dass ich kein Entwickler bin und nicht darauf angewiesen bin, wie viele Sachen ich verkaufe. Aber ja, ich meine, ne, du lieferst halt Essen aus. Das ist vielleicht ganz lustig für 2-3 Stunden und dann, ich weiß nicht, was sie da für Plotfest noch machen können, dass man dann irgendwie zum Gangster wird und Crack verkauft. Was natürlich ganz lustig wäre, aber ja, sagen wir erstmal so, von meiner Perspektive hier aus gesehen erstmal ganz witzig, kann man mal machen. Was ein bisschen nervig ist, dass man hier jetzt in der Demo gerade nichts kaufen kann, also das Fahrrad kaufen funktioniert scheinbar nicht. Ja, dann war es das mit diesem Letztest, war relativ kurz. Ah, Hot Dogs kann ich auch kaufen, gut zu wissen. Ah, ich habe auch eine Energieanzeige, also theoretisch. Theoretisch muss ich mich auch um mich selbst kümmern. Okay, super. Ah, noch ein Kaffee hinterher. Let's go. Kann ich ins Minus gehen? Also ich meine... Trink, trink, trink. Nee, dann ist es erlaubt im Hecht. Alles klar. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ganz cool. Checkt es aus in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis dahin, bis zum nächsten Projekt. Tschüss. Oh, warte mal, was ist das hier? Jetzt habe ich mich schon zu früh verabschiedet. Hier ist ein grüner Blinkerball, Teleport. Ah, da kann man sich aufs Dach teleportieren. Ach, das ist... Ach, guck mal. Ah, das ist eine coole Idee. Das ist... Ja gut, das ist... wahrscheinlich schwierig, aber eine gute Idee. Warum ist die Calzone nur halb? Naja, egal. Ja, das war's dann aber auch wirklich. Bis zum nächsten Projekt. Tschüss.